herzlich willkommen hier zum 41. Bonner Wirtschaftstalk aus dem Forum der Bundeskunsthalle in Bonn. Und ich freue mich ganz besonders, denn heute haben wir nicht nur ein Thema, was das Herz des einen oder anderen jauchzen lassen wird, weil es um einen alten Menschheitstraum geht. Nein, wir sind sogar auch noch tagesaktuell, denn parallel zu unserer Aufzeichnung wird in Sevilla getagt und beschlossen. Dort findet die Space 19 Plus statt, wo die Chefs der europäischen Weltraumbehörden zusammen sich beratschlagen, wo es denn jetzt hingeht mit der Luftfahrt, der Raumfahrt und was da alles so geplant und ausgegeben wird. Daher freue ich mich sehr, dass ich wahnsinnig kompetente Gesprächspartner hier auf der Bühne habe, die nicht nur die schöne, wunderbare, fantastische Art, die der Weltraum so bietet, sich mit ihm zu beschäftigen, hier Ansprechpartner sind, sondern dass ich auch Experten habe, die sowohl das Technische als auch das Moralische und den ganzen Überbau beleuchten können. Ich will sie Ihnen vorstellen. Genug der Rede. Chiara Pedersoli auf meiner linken Seite. Sie ist Direktorin für Entwicklung und Testing von Satelliten bei OHB System AG. Sie wollte schon mit 6 Jahren Raumfahrtingenieurin werden und hat es durchgezogen. Großartig, dass Sie da sind. Sie wissen also ganz genau, wovon Sie reden. Und ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Dankeschön. So, der ein oder andere von Ihnen kennt vielleicht Raumschiff Enterprise oder kennt Star Wars. Ich bin mir aber sicher, was jeder von Ihnen kennt, ist die epischste, umfangreichste Erzählung, die es überhaupt gibt. Es gibt keine Erzählung, die größer und länger ist als Perry Rhodan. Der ein oder andere hat vielleicht ein Heft oder ein Buch zu Hause und ist ganz in der Materie drin. Es gibt riesige Fanbase, seit Jahrzehnten erfolgreich. Und ich freue mich sehr, dass einer der Menschen, die für diese fantastischen Welten, die konzipiert werden, die vielleicht dann auch die Wissenschaft wieder inspirieren, neue Forschungen anzusetzen, wie da die Ambivalenz ist, das werden wir gleich sehen. Ich freue mich sehr, dass einer der führenden Autoren da ist. Er ist Exposé-Autor, das heißt, er schreibt nicht nur einzelne Romane, sondern gibt auch den Handlungsstrang vor für die anderen Autoren. So, wenn ich den Namen sage, die treuen Fans kennen ihn, Wim van de Maan. Und im Pass steht Hartmut Kasper. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Hallo. So, jetzt haben wir schon jemanden, der technisch ganz viel möglich macht. Wir haben jemanden, der mit Ideen ganz viel möglich macht. Gehen wir wieder auf die technische Seite. Jetzt haben wir jemanden, der mit dem, was das Technische schon möglich macht, überhaupt mal guckt, was können wir denn damit anfangen. Denn wenn solche Satelliten im All sind, und das sind ja schon ganz schön viele, gibt es viele Daten. Und wie diese Daten am besten nutzbar gemacht werden können, was man damit alles machen kann, da verschafft uns heute einen kleinen Einblick der Gründer und Senior Consultant der Mundialis GmbH und Co. KG. Das ist sein Tagesgeschäft. Herzlich willkommen, Dr. Markus Netteler. Vielen Dank. So, und zu meiner Rechten auch ein Mann vom Fach, von der DLR, Deutsche Gesellschaft für Luftfahrt und Raumfahrt. Vom Raumfahrtmanagement sind Sie. Sie sind der stellvertretende Abteilungsleiter für Strategie und Kommunikation beim DLR, Dr. Hendrik Fischer. Herzlich willkommen. Weil Sie jetzt so lange warten mussten, fange ich direkt mal mit Ihnen an. Ich habe gerade schon gesagt, Space 19 Plus läuft also parallel in Sevilla. Wie ist das für Sie? Gucken Sie jetzt heimlich die ganze Zeit, während wir reden, am Ticker, was passiert? Ist schon was Neues rausgekommen? Oder sind das eher langsam mahlende Mühlen? Also da, wenn die Kollegen sich in Sevilla einigermaßen an das Programm halten, gerade der Social Event läuft, also die Kollegen beim Abendessen sind, ist es nicht erforderlich, gerade den Ticker zu verfolgen. Heute Nachmittag wurde schon getagt, es werden schon einige Beschlüsse gefällt worden sein, beziehungsweise einige Zeichnungen vorgenommen. Das heißt, die einzelnen Länder haben schon festgelegt, wie viel sie in welche Programme stecken wollen. Das Ganze wird aber erst morgen finalisiert werden, also morgen wird es richtig spannend. Okay. Oder vielleicht schon heute Nacht, das ist manchmal ja bei diesen internationalen Konferenzen so. Ja, man wer weiß, sehen. Was auch das Social Event dazu beiträgt. Sehr richtig. Möchte ich trotzdem, Sie haben gerade gesagt, so ein paar Länder haben sich schon positioniert. Selbst ich als Laie habe schon im Vorfeld mitbekommen, oh, das schafft es in die Presse, das Thema, so Süddeutsche oder Zeit. Da war so der Tenor, ja, Deutschland will weniger zahlen. Ich erkläre Ihnen das, wie ich drauf komme. Das heißt, ja, die Franzosen sind so weltraumbegeistert, im Gegensatz zu den Deutschen.
paar Zahlen kriegen Sie jetzt, wir sind ja beim Wirtschaftstalk. Die ESA, also die Europäische Space Agency, hat 5,72 Milliarden Budget. Mhm. So, und die Deutschen zahlen davon 22,2%, das ist eine knappe Milliarde, die Franzosen aber zum Beispiel 28,1% mit 1,17 Milliarden und haben jeweils noch nationale Weltraumprogramme. 20 Euro werden pro Europäer so veranschlagt oder gesetzt. Und diese nationalen Beiträge gehen aber 1:1 wieder in die Länder zurück. Also das heißt, ich gebe Geld und kriege das aber dann für meine Forschung und für meine Investitionen wieder. Das nennt sich Geographic Return. Wenn ich das jetzt alles höre mit diesen Zahlen, die mich schwindelig machen, will Deutschland denn jetzt weniger als bisher zahlen oder nicht? Nein, ganz im Gegenteil. Also das, was da durch die Presse lief, beruht einfach darauf, dass der Kollege, ich sage mal ganz vorsichtig, nicht gründlich recherchiert hat. In Deutschland ist es so, dass verschiedene Ministerien für die deutschen ESA-Beiträge aufkommen. Mhm. Und was dieser Kollege gesehen hat, der hat den gesamten Beitrag für 2019 verglichen mit dem, was das Bundeswirtschaftsministerium für die nächsten Jahre bei der ESA einzahlen möchte, hat dabei aber übersehen, dass das Verkehrsministerium die großen Ausgaben gerade für die neue Generation an Copernicus-Satelliten, also die europäische Erdbeobachtungsflotte, mhm. übernimmt. Die haben alleine jetzt bei der letzten Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses festgelegt, dass sie über 560 Millionen Euro in den nächsten 3 Jahren für dieses Thema noch bei der ESA zusätzlich einzahlen. Also Deutschland wird signifikant höhere Beiträge haben als in den vergangenen Jahren. Nichtsdestotrotz, Ihr Eindruck trügt nicht. Verglichen zum Beispiel mit Frankreich sind wir in Deutschland eher mittelmäßig aufgestellt, was unser Raumfahrtengagement angeht. Also wenn wir es mal einen weltweiten Vergleich nehmen wollen, die Vereinigten Staaten von Amerika verausgaben ungefähr 0,24% ihres Bruttoinlandsprodukts für die Raumfahrt. Mhm. In Deutschland sind es 0,047%. Also wenn ich es mal letztlich an der Wirtschaftsleistung dieses Landes messe, sind unsere Ausgaben für die Raumfahrt sehr bescheiden. In Relation gesehen liegen wir damit sogar hinter Ländern, großartigen Raumfahrtnationen wie Luxemburg oder Belgien. Also da besteht mit Sicherheit noch Luft nach oben. Und es gäbe auch viele Dinge, weshalb wir als DLR sagen würden, wir müssen gerade jetzt in Raumfahrt investieren. Das ist eine Investition in die Zukunft gerade. Darum passt das Thema dieses Abends ja auch so schön, weil Raumfahrt zunehmend ein Zukunftsmarkt wird und eben nicht mehr ein rein von Staaten getriebenes Geschäft ist. Da kommen wir gleich ganz ausführlich noch zu. Ich wollte jetzt zu Ihnen noch zuerst, weil wenn wir jetzt hören, es geht um Gelder, was bezahlt wird, was in den Topf reinkommt. Jetzt wissen wir, der Bundesregierung ist es also doch schon ganz schön wichtig, dass das alles funktioniert. Für Sie ist es besonders wichtig, wie viel Geld in die Branche fließen wird. Hat OHB denn auch noch andere Kunden als die ESA oder ist das Ihr Hauptbroterwerb, sagen wir mal so? Es ist unser Haupterwerb, ist bei der ESA, aber bei DLR haben wir auch als Kunde. So direkt werden Satelliten auch für das DLR entwickelt und auch die Bundeswehr. Okay. So, das sind unsere Hauptkunden. Es gibt immer wieder das Thema kommerzielle Satelliten, kommt immer wieder. Aber hauptsächlich sind das DLR, ESA und die Bundeswehr unsere Hauptkunden. Okay, also das scheint sich ganz gut anzugehen. Ja. Sie haben also auch ein Öhrchen auf Sevilla, auf jeden Fall. So passiert. Wie ist das mit Ihnen, Herr Dr. Nettler? Ist Ihnen das egal, was da passiert? Weil Sie sagen, was die hochschießen, das sehe ich dann schon. Oder sind Sie auch neugierig? Ich bin natürlich sehr neugierig. Es ist für uns extrem wichtig zu sehen, was in den nächsten Jahren passieren wird. Denn im Endeffekt sind wir als Firma ja darauf angewiesen, dass wir in die Zukunft planen können, dass wir also nicht nur mit Eintagsfliegen, sage ich mal, arbeiten können, sondern wir wollen natürlich ein Geschäft aufbauen, was viele Jahre auf dem Markt sich platzieren lässt, was sich weiterentwickeln lässt, was auch neuen Kundengruppen Informationen bringt, die sie bislang nicht erhalten konnten. Und dadurch ist es für uns sehr wichtig zu sehen, wie die Planung ist. Wir sehen ja bei Copernicus, das geht bis 2023, 2027, bis 2040. Mhm. Und das ist für uns letztlich eine Beruhigung zu sagen, okay, das ist eine Datenquelle, um es mal so zu betrachten, jetzt jenseits von den direkten Satelliten, die man natürlich dazu braucht, um selbige Daten aufzunehmen und produzieren zu können, dass diese Datenquellen nicht zu früh versiegen. Und wir haben ja auch im Weltall immer das Problem,
dass natürlich Satelliten nicht unendlich lange funktionieren. Sie haben ihre Lebenszeit, die zum Beispiel 5 bis 7 Jahre lang sein kann. Das hängt davon ab. Aber was passiert danach? Ja, und wenn wir zum Beispiel ein Produkt entwickeln, was auf bestimmten Daten basiert, es können auch nicht nur optische Daten sein, sondern auch Temperaturdaten, mit denen ich sehr viele Jahre gearbeitet habe. Wenn diese Datenquelle wegbricht, was dann? Und daher ist für uns jetzt interessant zu sehen, es wird in Zukunft eine neue Temperaturmission geben, wo die Erdoberflächentemperatur aufgenommen werden soll. Das ist für uns dann wichtig zu wissen, wann geht das los, um vielleicht auch schon im Vorfeld die entsprechenden Arbeiten, die Vorbereitungsarbeiten zu machen. Daten können ja auch simuliert werden, um dann gleich zum Start sozusagen am Markt zu sein und zu sagen, wir können diese Daten, die Rohdaten ja typischerweise, aufarbeiten und daraus verschiedene Produkte entwickeln. Also ganz schön großer Markt, ganz schön große Möglichkeiten auch. Wenn es ums Geld geht, sind Sie so ein bisschen außen vor. Ne? Bei Perry Rhodan haben die diese Probleme gar nicht mehr, oder? Geld. Wer zahlt Perry Rhodan Geld für seine Forschungen? Also Geld muss ja nicht unbedingt ein Problem sein. Es kann ja auch eine Lösung sein. Man könnte das aus zwei Perspektiven betrachten. Einerseits ist Rhodan ja selbst ein kommerzielles Produkt. Wir wollen ja die Serie verkaufen. Und wenn man sich die Anfänge der Serie ansieht, sieht man sehr kluge kaufmännische Entscheidungen. In den 50er Jahren, einige werden davon gehört haben, vielleicht miterlebt haben, gab es die sogenannten Leihbücher. Da konnte man gegen Geld billig gedruckte, massentaugliche Romane erwerben. Aber nur für eine Wochenfrist. Oder man kaufte sich Heftromane und das gab für ärmere Bevölkerungsschichten die Möglichkeit, Eigentum an Lektüre zu erwerben. Und der Verlag damals hatte folgende Idee, lasst uns den erfolgreichsten Zukunftsromanautor des Leihbuchgewerbes, Karl Herbert Scher, zusammentun mit dem erfolgreichsten Heftroman-Science-Fiction-Autor in Deutschland, Walter Ernsting, der unter dem Namen Clark Dalton schrieb. Und wenn wir die beiden zusammentun, dann muss was daraus werden. Und man hatte, was heute kaum noch jemand weiß, einen dritten Autor gefragt. Mein Vater ist 1933 geboren, Bergarbeiterfamilie, sehr arm. Die konnten sich keine Bücher leisten. Aber mein Vater hat ein Heftchen gelesen, eine Heftserie, die hieß Sumko, der Erbe von Atlantis. Und die Nazis mochten diese Serie nicht so, weil einer der Helden ein großer, kluger Schwarzer war. Und das harmonierte nicht mit den offiziellen Darstellungen von Hautfarbenhierarchien. Und die haben das verboten. Mein Vater hat es gelesen und der Autor Paul Müller, der ist zu dieser Gründungskonferenz eingeladen worden und hat gesagt, ich schreibe gerne mit. Die Bedingung ist, die ganze Serie muss in einer Hohlwelt spielen. Und da haben Scher und Ernstin gesagt, das möchten wir lieber nicht. Aber die Serie Sumko, die hieß Sumko, der Erbe von Atlantis. Und Rhodan kam auf den Markt mit dem Titel Perry Rhodan, der Erbe des Universums. Und ja, schloss damit an diese alten, bekannten, prominenten Untertitel an, zeigte aber, wir gehen in eine völlig neue Richtung. Die Serie hieß nämlich dann nicht die große Science-Fiction-Serie oder die Serie utopisch-fantastischer Romane, das waren die eingebürgerten Namen, sondern die große Weltraumserie. Aber gab es in dieser großen Weltraumserie Geld oder waren Sie damals schon über diesen Punkt hinaus? Geld gab es damals auf jeden Fall, weil Rhodan ja folgende Karriere macht. Er fliegt zum Mond, er ist der erste Mondfahrer in unserer Serie. Das heißt, wahrscheinlich spielt es in einem Paralleluniversum. Und er trifft dort auf eine hochstehende Technologie, die da havariert ist. Einer der Besatzungsmitglieder ist krank. Man hat an Bord keine Möglichkeit, das zu heilen. Die Menschen können das aber. Und die Serie beginnt damit, dass Rhodan einen Handel abschließt. Er sagt, ich heile euren wissenschaftlichen Leiter. Dafür stellt ihr mir die Technik zur Verfügung, die ihr habt. Und diese Technik macht es möglich, nukleare Explosionen für eine gewisse Zeit zu unterbinden. Und die Welt steht gerade vor einem Atomkrieg und Rhodan verhindert ihn. Und mit der Technik, die er hat, schafft er es,
Er will einen Staat aufbauen, er desertiert gleich im ersten Heft und er verleiht die Technik der Akoniden, okay, nicht gegen Geld, sondern gegen Aktien. Okay. Er sagt, wir helfen, ein schlauer euch, Mann. Wir helfen euch bei euren Brückenbauten, Tunnelbauten, Bürobauten, was auch immer, ihr zahlt uns aber mit Aktien. Und innerhalb kürzester Zeit ist sein Zukunftsstaat der finanzkräftigste dieses Planeten. Okay, also wäre das vielleicht auch ein Modell. Im Moment sind wir noch in der Position, dass Geld gebraucht wird, um Projekte zu bezahlen. Jetzt war es da, dass der Wissenschaftler gerettet werden wurde und eine Atomexplosion. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen Angst gehabt, Sie wollten mir alle 3000 Bände erklären. Das war ja erst deswegen die erste saß ich so hektisch, nehmen Sie es mir nicht übel. Wir haben auf jeden Fall Zeit. Ich wollte nur trotzdem noch mal zu dem Satelliten zurück, weil da ist jetzt gar nicht das Problem mit Atomen oder Atomexplosionen, sondern da ist das Problem viel einfacher gelagert. Da fliegt schon eine ganze Menge Zeug rum. Mhm. Und wenn so ein schicker neuer Satellit, den Sie mit Herzblut und mit Ihren Kollegen konzipiert, gebaut, getestet und dann hochgeschossen haben, gegen so ein Stück Weltraumschrott fliegt, dann ist das doch bestimmt ärgerlich und auch gefährlich, oder? Ja, es ist ärgerlich. Gefährlich ist es nicht, mindestens nicht für die Menschheit. Aber ja, ärgerlich schon. Im Moment gibt es viel Weltraumschrott, aber auch nicht so viel, dass man, dass sowas oft passiert. Ja, es gab ein paar Unfälle im Weltall und es gibt immer wieder alte Satelliten, die ohne Kontrolle fliegen. Das ist auch alles geplant. Es ist nicht jetzt eine Gefahr für die Menschheit. Trotzdem gibt es diese Gefahr doch. Und es gibt auch immer wieder so sehr kleinere Teile, die normalerweise auch nicht getrackt werden, die auch die bei den Satelliten auch entweder in der Nähe fliegen oder auch die leicht beschädigen könnten. Ja? Die größeren Teile, die werden aber getrackt. So ab, ich denke, 2 Zentimeter, aber ab 10 Zentimeter auf jeden Fall, die werden getrackt bei Experten auf der Erde. Okay, ja. Also da haben wir da schon mal einen Haken hinter. Kommen wir auch gleich nochmal auf das Thema, weil ich mir auch vorstellen kann, wir haben jetzt hier auf der Erde ja unheimlich viel Diskussion über Zukunftsfähigkeit, über Umweltfragen. Na, wir haben das Problem, dass die Ozeane vermüllen, dass da ganz viel Plastikmüll ist und jetzt könnte es mit vielen Lizenzen, mit New Space, wo wir gleich zu kommen, was alles noch geht, was noch hochgeschossen werden könnte, scheint es für mich als Laien so ein bisschen so, als würde man da einen Nebenschauplatz aufmachen, wo man das Gleiche wie mit dem Plastikmüll im Meer eben mit Satellitenschrott oder so am Himmel macht. Aber dann gibt es immer noch die Schlagzeilen zwischendurch, abseits davon, der Asteroid trifft uns. Was machen wir, um die Menschheit zu retten? Und da ist nämlich gar nicht Perry Rhodan so weit weg. Das findet tatsächlich statt bei Space 19 Plus. Da gibt es ein Programm von Ihnen. Ja. Was machen Sie, um uns alle zu retten, Frau Petersohn? Das heißt Hera. Und das ist eine Mission, die wir hoffen, dass zustande kommt. Das werden wir dann Ende der Woche wissen, die dann uns bei möglichen Kollisionen helfen sollte. Ja, und das ist, wird einfach nur die Technologie wird erprobt, ob wir im Fall von Asteroiden, die auf Kollisionbahn mit der Erde diese Asteroiden irgendwie anders steuern, ein bisschen anders die Bahn ein bisschen ändern können. So ein bisschen, ja, abdrängen oder ablenken. Reicht wirklich sehr, 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 sehr so wenig. So wie beim Billard anstupsen, ja, und dann fliegen die anders. Das reicht glücklicherweise im Elltal und das wird dann das Ziel von dieser Mission sein. Ach, das klingt schon mal sehr beruhigend für mich als Laien, muss ich an der Stelle sagen. Ich freue mich. Also, kriegt mich die Bild-Zeitung nicht mehr mit der Schlagzeile. Wenn wir jetzt mal in Sevilla bleiben und jetzt schon so die Themen haben, wo geht es hin oder Umwelt, möchte ich gern kurz philosophisch reinfragen, diese Frage, wem gehört der Weltraum denn überhaupt? Frage ich jetzt mal den Fachmann. Es gibt ja diese UNO-Erklärung, der Weltraum gehört niemandem. Ja, also was Sie sagen, UNO-Erklärung ist eigentlich der Weltraumvertrag, der inzwischen auch schon mehr als 50 Jahre alt ist, der tatsächlich, das war in der Zeit des Kalten Krieges, wurde er geschlossen, vor allen Dingen getrieben von den Vereinigten Staaten und der UdSSR damals noch, die vor allen Dingen festlegen wollten, dass nicht einer von den beiden Blöcken, Ost oder West, den Weltraum für sich beansprucht, auch vor allen Dingen als Schlachtfeld für sich beansprucht oder als Möglichkeit für Rüstung. Der
dieser Vertrag gilt nach wie vor, den haben auch sehr viele Staaten unterzeichnet und ratifiziert. Es ist aber die Frage, wie er ausgelegt wird. Und da gibt es sehr auch durchaus unterschiedliche Interpretationen. In den 60er Jahren, als der Vertrag geschlossen wurde, waren die einzigen Akteure, die in den Weltraum vordringen konnten, waren Staaten. Jetzt gibt es eine amerikanische Lesart dieses Vertrages, die sagt, ja, das heißt, das trifft aber gar nicht auf Firmen zu. Und die Amerikaner haben ja jetzt vor einigen Jahren ein Gesetz beschlossen, das es ermöglicht, amerikanischen Firmen ermöglicht, quasi Weltraumobjekte in Besitz zu nehmen oder auszubeuten, Asteroiden auszubeuten, also hinsichtlich Asteroidenbergbau und solche Dinge. Ja, aber Asteroiden auszubeuten, da haben Sie ja schon einen bestimmten Blick auf die Sache. Ne? Wie meinen Sie? Ja, also das ist ja so ein bisschen wie so das Schürfrecht dessen, der zuerst da ist. Also wenn Sie sagen, die krallen sich den Asteroiden und nehmen da den Bodenschatz oder die seltene Erde oder das Metall oder was immer da ist, was für uns hier auf der Erde wichtig oder nötig oder wertvoll ist, und nehmen sich das, dann ist das ja dieses Prinzip, wer es findet, darf es behalten. Gut, das wäre eine Verlängerung letztlich von Prinzipien, die es auf der Erde gibt. Aber wir haben also in Europa, in den weiten Teilen Europas, eine andere Haltung dazu und sagen, das muss zunächst einmal international geregelt werden. Es kann nicht sein, dass ein Land vorprescht und sagt, unsere Unternehmen dürfen so etwas, aber eine andere maßgebliche Raumfahrtnation, die ich gerade eben auch schon mal erwähnt habe, in Europa hat das für sich auch entschieden. Luxemburg genau. Wir in Deutschland sehen das etwas anders. Wir sagen, wir brauchen da eine internationale Regelung dafür. Wobei, das muss man auch nochmal sagen, damit wir hier nicht in den Bereich der Science Fiction kommen, wir alle, die wir hier im Raum sitzen werden, so ist zumindest meine feste Überzeugung, nicht erleben, dass an einem Asteroid wirklich gewinnbringend geschürft wird. Also das sind einfach Kosten, die in keinem Vergleich stehen zu den Kosten für Bergbau auf der Erde, egal wie selten ein Metall oder ein anderes Element auch ist. Also wir reden da von einem höchst theoretischen Konzept, mit dem sich aber tatsächlich die Weltraumjuristen beschäftigen. Und da haben wir als DLR, aber auch die Bundesregierung eine sehr dezidierte Meinung zu. Okay, was ist denn jetzt, Asteroiden sind ja ein bisschen weiter weg und seltener, was ist denn mit dem Mond? Der ist doch so schön nahe bei und da hat man ja auch irgendwie Bezug zu. Da gibt es ja angeblich auch was zu finden, Helium-3, da glänzen dann direkt die Augen vom Herrn van de Maan. Ihre auch, ist das eine mehr oder ist das wirklich was also brauchbar was da wäre? Was es da höchstwahrscheinlich auf jeden Fall gibt, ist Wassereis. Vor allen Dingen, es gibt also an den... Der Mond hat ja andere Tag- und Nachtphasen als wir. Es gibt auch Teile des Mondes, die sozusagen immer beschattet liegen. Und in dem Schatten, da gehen wir davon aus, dass es da tatsächlich gefrorenes Wasser, also Eis gibt. Und das könnte man auch gewinnen. Und aus Wasser können Sie, jeder, der im Chemieunterricht ein bisschen aufgepasst hat, weiß, das könnte man per Elektrolyse Wasserstoff und Sauerstoff gewinnen. Und schon hätten Sie quasi eine Treibstofffabrik auf dem Mond. Sowas könnte man also machen. Würde sich mit Sicherheit nicht lohnen, um das da die gewonnenen Gase da auf die Erde zurückzubringen. Aber wenn man mal ein bisschen in die mittlere Zukunft schaut und überlegt, dass die Menschheit ja auch in Richtung Mars strebt, möglicherweise könnte man eben Rohstoffe, eben die der Mond bietet beispielsweise, für solche Missionen dann auch nutzen. Aber auch das, ich meine, wir betreiben ja hier, wir betrachten heute Abend hier den Wirtschaftsraum, Raumfahrt oder Weltraum. Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, ob das wirklich ein endgültig lohnendes Geschäftsziel ist oder nicht. Doch letztlich nach wie vor sehr viel PR oder auch ein bisschen Blick in die Zukunft. Also die Weltraumfahrt bietet Stand heute viel interessantere Möglichkeiten für Geschäfte. Das ist für mich eine wunderbare Überleitung. Da habe ich nämlich eben schon ein bisschen darauf hingewiesen. New Space ist ja das Themenfeld, was wir jetzt bearbeiten, was bei allen... gefragt ist, wo wir sagen, was gehört überhaupt dazu? Wir haben jetzt schon ein bisschen gesprochen, dass also früher die Raumfahrt immer geprägt war von Wissenschaft und Technik. Und auf einmal gibt es da Konzerne, die mitmischen. Das bekannteste, was man so wahrscheinlich kennt, ist die Spielplätze von Jeff Bezos und Elon Musk, genau. Der baut also nicht nur Autos, Elektroautos, sondern auch Raketen und schießt die ins All. Da hängt aber ja noch viel mehr dran. Es geht jetzt nicht um so einen Weltraumtourismus, sondern es geht auch um die Möglichkeiten, die man nutzen kann.
In puncto Weltraumtourismus habe ich aber eine kleine Frage an Sie. Ich stelle mir das ja immer so vor beim DLR, dass da sehr technisierte und physikinteressierte Menschen sitzen, die eher technisch versiert sind. Und jetzt kommt da so ein Weltraumtourist wie ich und sagt, ja, ich fliege jetzt da hoch, ich habe das Ticket gewonnen oder der Herr Musk hat gesagt, ich mache das. Zentrifugieren Sie dem erstmal die Flausen aus dem Kopf oder ist das ein realistischer Plan, den der hat? Ist die Frage, was Sie machen. Es gab ja schon Weltraumtouristen. Und die Leute, die wirklich auf die ISS beispielsweise wollten, also Millionäre, die horrendes Geld dafür bezahlt haben, die mussten natürlich auch so ein Mindestmaß an Astronautentraining auch mitmachen, alleine, um das Ganze körperlich auch zu überstehen. Also zum Beispiel das Leben in der Schwerelosigkeit ist für den Organismus eine große Herausforderung, aber auch allein so ein Raketenstart. Also das sind alles Dinge, das muss getestet sein. Wenn Sie sagen Weltraumtourismus, was ich für vergleichsweise realistisch halte, ist der Plan von Richard Branson, was er mit Virgin Galactic vorhat, nämlich letztlich mit so einem Raketenflugzeug so an den Rand des Weltalls zu fliegen. Mhm. Da reden wir dann von ungefähr 100 Kilometern Höhe. Die ISS ist so ungefähr auf 400 Kilometern Höhe. Und da können Sie mit diesem Flugzeug hinkommen. Das hätte eine entsprechende Kabine. Sie bräuchten also auch keine speziellen Ausstattungen. Sie würden da drin sitzen, hätten dann das Gefühl von Schwerelosigkeit und könnten die Erde von oben sehen. Und das dürfte auch für Menschen mit ein bisschen Kleingeld möglich sein, ohne dass die so richtig umfangreiche Astronautentests durchlaufen. Von daher würde ich davon ausgehen, dass das innerhalb der nächsten 10 Jahre auf jeden Fall funktionieren könnte. Jetzt ist es ja so, das bringt sicherlich viele Risiken mit sich, wenn auf einmal so Vertreter wie SpaceX oder Blue Origin auf dem Markt sind und Weltraumfahrt machen. Aber es könnte ja auch sein, dass das Vorteile mit sich bringt, dass wenn auf einmal das so ein bisschen gelöst wird und wirtschaftlich stärker gesteuert wird, dass es schneller ist oder billiger oder beides. Wäre sowas auch ein Modell für die EU? Hängt davon, was man erreichen möchte und hängt davon, was für Nutzlasten auf einem Satelliten sind. Ja, weil wenn man 250 Millionen zahlt für eine Kamera, dann will man keinen Satelliten, der auf Basis von einem ganz normalen Laptop ist, gebaut ist. Ja. Man muss wirklich aufpassen, die Entwicklung, die für einen teuren Satelliten kommt, es ist meistens wegen den sehr umfangreichen Tests und wegen der Technologie, die wirklich am Rand der Machbarkeit ist, die dann entwickelt ist. Da kommt wirklich von dort. Und, man kann aber die New Space-Ansätze, die sind sehr innovativ und ich denke, das wird wirklich einen neuen Wind bringen. Ja, vielleicht können wir für sehr umfangreiche Satelliten auch wirklich nicht das ganze New Space implementieren, aber man kann sich hinterfragen, man kann immer wieder neue Ansätze finden, neue Art und Weise, wie man den Problemen angeht. Das wird bestimmt auch die Wirtschaftlichkeit von Satelliten und die Machbarkeit von manchen Missionen auch ermöglichen. Ja. Würde ich den Herrn Dr. Lettler gerade gerne fragen, was ist denn an New Space anders und wie weit ist Mundialis ein Teil davon? Ja, was an New Space anders ist, wir beschäftigen uns natürlich eher weniger jetzt mit touristischen Expeditionen ins All, sondern eher auf der Datenebene. Und für uns ist natürlich hochinteressant, dass es jetzt inzwischen Möglichkeiten gibt, Satelliten zu bauen und auch zu betreiben, die ja in dieser Größe sich befinden. Die kleinen CubeSats heißen die. Die sind ganz anders geartet als die typischen aus, aktuell die Sentinel-Flotte ist auch aus dieser Generation, sehr großen Satelliten, die vielleicht Autoformat haben oder noch größer sind. Mhm. Ja, das heißt, das Kamerasystem ist entsprechend groß. Damit hat man natürlich die Vorteile, dass man sehr hohe Auflösungen haben kann, also nicht nur im räumlichen Bereich, sondern auch im spektralen Bereich, dass ich verschiedene Wellenlängen unterscheiden kann und so weiter. Aber es ist natürlich auch extrem teuer. Da sind wir im 100-Millionen-Euro-Bereich unterwegs für einen einzigen Satelliten. Und bei den CubeSats, die jetzt sehr klein sind, da liegen die Kosten vielleicht bei einigen 100.000 Euro oder vielleicht 1 Million Euro pro Gerät. Mhm. Das heißt, es geht nicht mehr darum, vielleicht die extrem gute Auflösung und so weiter produzieren zu können, aber dafür sozusagen in die Masse zu gehen.
und zum Beispiel 1000 Satelliten auszusetzen, die dann sich um die Erde verteilen, entsprechend aufspannen und dann die Möglichkeit bieten, zum Beispiel eine Abdeckung pro Tag zu generieren. Das ist nämlich bei den klassischen großen Satelliten gar nicht möglich. Das muss man sich so vorstellen, dass die Erde sich dreht und die Satelliten ihre Bahnen drumherum ziehen und entsprechend wird natürlich immer nur eine Bahn aufgenommen. Das heißt, man muss erstmal so und so viel Umdrehung haben, um eine Erdabdeckung herstellen zu können. Oder? Einer von Ihnen hatte eben das schöne Bild mit dem Wollknäuel. Genau. Das fand ich sehr anschaulich. Wie ein Wollknäuel sozusagen werden die Daten aufgenommen, werden die kontinuierlich aufgenommen werden. Das heißt, bei den Landsat-Systemen sind das ungefähr 2 Wochen, ja, bis der Satellit wieder an der gleichen Stelle da ist. Bei Sentinel ist es öfters, auch deshalb, weil es die Satelliten doppelt gibt. Und dadurch haben wir eben durch den 180-Grad-Versatz zum Beispiel die Möglichkeit, doppelt so schnell aufzunehmen und natürlich durch eine andere Orbitkonstellation auch. Aber wir sind immer noch daran gebunden, im zum Beispiel Wochenrhythmus Daten nur zu erhalten. Derweil bei New Space eben die Möglichkeit besteht, sehr schnell Daten mit deutlich weniger Kosten zu generieren. Da muss man halt abwägen, ist die Datenqualität für das Problem, was ich adressieren möchte, ausreichend oder ist sie das nicht? Und wir als Firma haben natürlich den Vorteil, dass wir eben aus dem reichen Pool an verschiedenen Datenquellen schöpfen können. Wir sind also nicht darauf festgelegt, bestimmte Sensoren zu benutzen, sondern unsere Kunst sozusagen besteht darin, unser Wissen, die Integration aus diesen verschiedenen Datenquellen bereitzustellen und dadurch eben einen Mehrwert zu schaffen, den man jetzt ohne weiteres so nicht haben könnte, wenn man jetzt nur die einzelnen Rohdaten vorliegen hat. Genau, also für uns geht es um die Integration. Also zum Beispiel, weil sich das jetzt alles so ein bisschen technisch anhört, Sie haben der Telekom geholfen beim Trassenbau. Die wollten also dann doch jetzt die ländlichen Gebiete in Deutschland auch mit Internet versorgen und haben gesagt, wie schaffen wir es denn da am besten die Trasse durchzulegen und haben sich an Sie gewandt. Soweit korrekt? Das sind jetzt nicht nur ländliche Gebiete natürlich. Nein, also überspitzt, aber das sind ja immer gesagt, die klagen, dass sie keinen Anschluss haben. Nein, worum es geht natürlich in diesem Fall ist die Verwertung von, in diesem Fall sind es eher Luftbilder gewesen und Laserscan-Daten. Aber letztlich geht es darum, durch Erdbeobachtung, es ist jetzt auch egal, ob das übers Flugzeug, Drohne, Satellit oder wie auch immer funktioniert, dass man dadurch eben eine aktuelle Abdeckung der Erdoberfläche hat und zwar möglichst detailgetreu und in diesem Fall der Trassenplanung geht es natürlich um Kosten. Das heißt, was kostet es mich, um eine Strecke mit einer Glasfasertrasse zu versehen? Wo soll ich denn genau graben? Zum Beispiel in der Straße. Asphalt aufgraben kostet natürlich deutlich mehr, als wenn ich daneben in einem Grünstreifen oder was auch immer das ist, arbeiten kann. Und um quasi diese automatisierte Differenzierung zu schaffen, nehmen wir eben Fernerkundungsprodukte und wandeln die in Kostenoberflächen um, anhand der Oberflächen. Das heißt, wir analysieren, was ist da, Asphalt, Beton, Grünstreifen, Bäume, die nicht gefällt werden dürfen, was auch immer, und können dann über Geoinformationssysteme die optimale Trassenplanung machen, um diese potenziellen Trassen, wie wir sie nennen, zu ermitteln. Die Feinplanung liegt dann nicht bei uns, setzt sich der Anschluss an die Häuser, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Aber wir können quasi für ein ganzes Stadtgebiet oder eben einen ländlichen Raum basierend auf der Analyse dieser Daten dazu beitragen, diese Trassenplanung durchzuführen. Das wäre so ein konkretes Beispiel. Im Ganzen müssen Sie aber ja wahnsinnig viele Satellitendaten haben. Was machen Sie damit, mit diesen Tonnen von Daten? Es sind tatsächlich Tonnen von Daten, das ist richtig. Wir haben uns darauf spezialisiert, eher in die Bedarfs-on-Demand-Verarbeitung zu gehen. Das heißt, wir in seltenen Fällen arbeiten wir sozusagen vor, sondern wir gucken, wo ist das Interessensgebiet, was soll genau gemacht werden. Und über automatisierte Prozesse besorgen wir uns dann diese Daten, Daten-Download, wie man so schön sagt, über Schnittstellen. Und diese Daten werden dann in den Prozessierketten in unserem System weiterverarbeitet, um letztlich diese Rohdaten in Informationen, die jetzt für unsere Kunden relevant sind, umzuwandeln. Und das sind Prozesse, die teilweise auch Stunden laufen können, je nachdem, um welche Datenmenge es sich konkret handelt. Zum Beispiel, wenn ich mich nicht täusche, ist eine Satellitenbildabdeckung mit Sentinel-2-Daten in Deutschlands benötigt, glaube ich, ungefähr 50 Satellitenszenen, wenn man eine einfache Abdeckung haben möchte. Die Rohdaten sind nur mal technisch genannt
pro Szene ungefähr 1 Gigabyte groß. Das heißt, sind wir schon bei 50 Gigabyte angekommen. Das sind dann nur die Rohdaten. Okay. Und damit muss ich ja noch was machen. Das heißt, diese ganze Zwischenverarbeitung und Endverarbeitung generiert auch nochmal wieder Daten. Und wenn ich jetzt in Kontinentalmaßstab gehe, dann handelt es sich natürlich um entsprechend andere Datenmengen. Und da kommt man dann schnell in Bereiche, wo es für uns auch nicht sinnvoll ist, die vorzuhalten. Da geht es eher darum, dass man sich sogenannte Prozessketten erstellt, die dann dynamisch zugreifen und durcharbeiten. Und die Endergebnisse sind oft wesentlich kleiner. Die werden dann vielleicht auch in Websystemen dargestellt zum einfachen Betrachten. Und entsprechend hat man dann diese Pipelines sozusagen, die diese gesamte Verarbeitung machen und auch eine Art Reduzierung der Datenmengen durchführen bei dieser Gelegenheit. Wenn Sie das hören, sind Sie froh, dass er mit den Daten, die er von Ihren Satelliten geliefert bekommen hat, sowas machen kann? Ja, jedes Mal. Ja. Das ist immer sehr interessant. Wir arbeiten auch sehr, sehr viel, beziehungsweise die ESA und die ELEA arbeiten sehr viel am Anfang von einer Mission. Das ist wirklich normalerweise 10, 15 Jahre vor dem Start, zusammen mit Wissenschaftlern, mit Instituten, um genau diese Informationen zu definieren. Was wollen wir erreichen mit dieser Mission? Ja, was heute und morgen entschieden wird, kommt wirklich nach Jahren Arbeit. Muss man auch darüber nachdenken. Aber das ist wirklich wunderschön zu sehen, dass man wirklich für die Menschheit was schafft. Das finde ich immer aufs Neue wunderbar. Jetzt kommen wir gleich dazu, ob die Erdrettung überhaupt ohne Erderkundung noch möglich ist. Aber ich möchte einmal kommen zu diesem Satelliten. Sie haben eben in der Garderobe erzählt, dass das so ein schöner Satellit ist. Sie haben so geschwärmt von diesem Satelliten. Tut das weh, den dann ins All zu schießen? Nee, aber ich weine immer. Wenn ich die erste Telemetrie sehe, die Telemetrie sind die Daten, die man von den Satelliten dann im Kontrollraum sehen kann. Und das ist so eine unglaubliche Emotionen, so ein Gefühl, dass man fühlt das erste Mal, egal welches Satelliten das ist. Das war für mich das erste Mal war beim Huygens. Das war eine Sonde auf dem Weg nach Jupiter und das war wunderbar. Ich war nur 25, bei der ESA habe ich meine Diplomarbeit geschrieben und da sind wir wirklich die Tränen hochgekommen. Aber bei jedem Satelliten aufs Neue. Es ist einfach wunderbar. Ja, man arbeitet so viele Jahre und so viele Leute, so viele Firmen sind da mit beteiligt, überall in Europa. Es ist wirklich etwas, das man als Team schafft, als Menschheit. Als Menschheit schaffen wir das, alle zusammen. Und das ist wirklich hervorragend. Und das Thema Erdrettung ist ja auch was die ganze Menschheit angeht. Ja. Da spielt das ja auch rein. Also wir kennen das ja schon mit Satellitenbildern für Unwetterwarnungen oder solche Sachen. Aber man könnte auch gezielter hingehen und zum Beispiel, wenn man Felder sieht und sieht, aha, da ist eine Trockenheit oder da ist eine Unterdüngung oder eine Überdüngung. Alles solche Sachen könnte man dann machen. Da zischen aber direkt natürlich auf der anderen Seite die Datenschützer und sagen, ja, wenn man das kann, ich habe mich bei Google Earth schon rausstreichen lassen und pixeln lassen, was ist denn jetzt da los? Da dürfen die demnächst tausende Satelliten ins All schießen, alle filmen mich. Was ist mit dem Datenschutz? Werfe ich so in die Runde. Ja, die sind auch nicht alle Bilder-Satelliten. Ja, es gibt Kommunikationssatelliten. Okay. Wie klein ist denn so das Kleinste, was geht? Wie viel ist ein Pixel? Ja, das hängt davon ab, ob wir uns im zivilen oder im militärischen Bereich befinden. Im zivilen Bereich hängt es auch wiederum davon ab, ob ich jetzt einen Satelliten betreibe oder das aus dem Flugzeug aufnehme. Im Flugzeugbereich haben wir ein sehr schönes Beispiel, auch hier in Nordrhein-Westfalen. OpenNRW, das sind die offenen Daten, Geodaten des Bundeslandes Nordrhein-Westfalens. Da haben wir eine Auflösung von 10 Zentimetern pro Pixel. Aber 10 Zentimeter pro Pixel bedeutet nicht, dass ich eine Person erkennen kann, denn ich brauche ja mehrere Pixel, um überhaupt ein Objekt zu sehen. Und daher sehe ich das noch als nicht zu bedenklich an. Es ist natürlich so, dass die Datenschützer da auch ein sehr genaues Auge drauf haben, was nun veröffentlicht wird und was nicht. Die Daten sind sowieso anonymisiert, das ist auch klar. Und aus Bildinformationen erhalte ich natürlich erstmal nur, wie bei der Digitalfotografie, ein Bild. Und was ich jetzt auf dem Bild sehe, das ist natürlich oft unser menschliches Gehirn, was da entsprechend die Information weiterverarbeitet und sagt, da ist ja eine Person zum Beispiel.
was dann vielleicht datenschutzrelevant wäre. Aber die Bilder an sich sind erstmal natürlich eine Ansammlung von Pixeln. Und im Satellitenbereich sieht es so aus, da sind wir, für uns sind Daten im 30, 40 Zentimeter Bereich zugänglich. Ich denke, militärisch gehen wir eher in Richtung 10 Zentimeter. Das da spielt so, der Datenschutz aber auch keine Rolle. Da im militärischen Bereich ist der Datenschutz schon gelöst. Siehst du mal, ganz schön wissig zwischendurch, ne? Finde ich cool. Ja, überhaupt ist es eine Fehleinschätzung zu meinen, das sind immer nur Fotos, die gemacht würden. Also Satellitendaten sind zum Beispiel Daten, denken Sie an Wettersatelliten zum Beispiel. Die liefern ja auch Daten aus dem All. Sie haben Radarsatelliten, mit denen können Sie zum Beispiel hochpräzise Höhenveränderungen erkennen. Also zum Beispiel nach einem Erdbeben, wo hat sich die Erde gesenkt, wo hat sie sich gehoben. Solche Geschichten. Oder Sie können Temperaturmessungen aus Satelliten machen. Also haben Sie Infrarotbilder. Also es ist nicht jeder Satellit liefert sozusagen Bilder, wie wir die als Fotos kennen. Das ist also ein großes Missverständnis. Und Sie sagten gerade Rettung des Planeten, alle Klimamodelle, die uns ja heute auch vorhersagen, wo denn der Weg hingeht, je nachdem, wie die Menschheit sich verhält, würde nie funktionieren ohne Daten aus dem All. Also die gesamte Klimawissenschaft funktioniert schon heute nicht mehr ohne Raumfahrt. Sie haben eben beim Datenschutz gegrinst, Perry Rhodan hat nichts mit Datenschutz am Hut. Das gibt es da auch nicht mehr, genau wie Bargeld, oder? Es ist so, dass manchmal Dinge auf der Erde, bei uns heißt der Planet ja Terra, passieren, die für Perry Rhodan und seine Leute unangenehm sind. Und dann schreiben uns Leser, warum hat das eigentlich der Geheimdienst, die Überwachungseinrichtung, warum haben die das nicht vorher gemerkt? Und wir haben da lange drüber nachgedacht und haben gesehen, wenn wir eine technisch mögliche totale Kontrolle einrichten, dann können wir auch keine spannenden Geschichten mehr erzählen, weil dann nichts mehr passiert, denn die Überwachung kassiert das alles im Vorhinein. Aber wir haben jetzt definiert, dass in allen Städten, auch in allen Raumschiffen, die bei uns ja nicht nur militärisch sind, sogenannte privatisierte Räume existieren. Und man kann sich in diese privatisierten Räume oder Regionen begeben. Das erhöht ein bisschen das Lebensrisiko, aber ist da auch von Überwachung freigestellt. Allerdings hat es bei uns kürzlich eine Attacke gegeben auf die ganze Milchstraße, in denen viele hundert Sternvölker zusammenarbeiten im sogenannten Galaktikum. Und die Angreifer haben Folgendes gemacht. Die haben nicht etwa oder nicht nur eine Flotte geschickt, sondern sie haben einen Weg gefunden, unsere Denkmaschinen, wir nennen die Positroniken, das ist so eine Art Elektronik mit neuronalem Anteil, damit diese Maschinen auch lernfähig und erziehungsfähig sind im Grunde. Die Angreifer haben es geschafft, diese Positroniken im Grunde zu blenden und ihnen die Möglichkeit zu nehmen, zwischen zutreffenden Daten und nicht zutreffenden zu unterscheiden. Und dann haben sie alle Datenspeicher der Galaxis geflutet mit einer Sintflut von Daten, mit dem Effekt, dass es beispielsweise für jedes historische Ereignis Milliarden von Varianten gibt. Okay. Für jede Maschine gibt es Zehntausende von Bauplänen. Und die Milchstraße liegt im Grunde lahm, weil man nicht mehr weiß, was ist denn die eigene Geschichte jetzt gewesen? Wie verifiziere ich denn die Daten, ohne jetzt jedes Gerät neu bauen zu müssen, um zu gucken, welcher Bauplan denn funktioniert? Und die haben also die Daten nicht zerstört, sondern sie haben eine gigantische Datenlawine über die Milchstraße ausgegossen. Unendlich viele Daten oder fast unendlich viele Daten, von denen aber niemand mehr weiß, treffen sie eigentlich zu. Haben Sie Angst, wenn Sie sich sowas überlegen, dass einer Ihrer Fans das liest und denkt, super, ich hack mich jetzt mit meinem Toaster ins Pentagon und mache das genauso? Also es gibt ja immer mehr smarte Geräte, das klingt ja auch so ein bisschen wie so ein leichteres Einfallstor. Science Fiction wird ja dann spannend, wenn es in die Bereiche der Dystopie geht. Utopien haben auch Politiker. Und wir versuchen, die Spannungsarchitektur so aufzubauen, dass da Dinge geschehen, vor denen man Angst haben kann, wenn sie in eine neue Perspektive rücken. Dass Daten, dass Computer, dass Recheneinheiten, dass Datengewinne großartige Sachen sind, das wissen wir. Aber wir können das nicht gut erzählen. Wir haben in unserer Serie ungefähr 4 Millionen besiedelte Planeten.
Das ist etwa ein Hunderttausendstel der Milchstraße. Also der allergrößte Teil dieser Milchstraße ist unentdeckt. Deswegen zischen bei uns Millionen von Sonden von Sonnensystem zu Sonnensystem. Die Frage ist, wer liest die Daten? Und was brächte es, sich über ein Sonnensystem zu informieren, das 20.000 Lichtjahre entfernt liegt, wenn man nicht selbst hin will? Also unser Problem ist eigentlich nicht mehr die Datenbeschaffung, sondern die Ökonomie, die, ja, wie, welchen Haushalt, wie gehe ich haushälterisch mit den Daten um und vielleicht wie trenne ich das Wichtige da vom Unwichtigen? Dr. Netteler, ich glaube, das ist der Fachmann genau dafür. Wenn wir ihn aber engagieren, müssen wir wieder 50 Hefte ein. Es klingt so, als könnten Sie sich da sehr inspirierend unterhalten. Aber ist das auch wirklich was? Ich stelle mir das ja immer so vor, ich sehe Raumschiff Enterprise, die haben den Kommunikator, jetzt über 40 Jahre später, ich habe mein Smartphone und das ist schon nah dran. Wie viel Inspiration kommt an Sie, die technisch bauen, die technisch umsetzen, die sich Gedanken machen von solchen Geschichten, die früher vielleicht die Eltern abgetan haben als, ach, das ist doch alles Zukunftsmuseum, Spinnertor-Kram. Wie inspirierend ist sowas tatsächlich? Ja, man braucht Visionären. Und es ist für mich wichtig, dass man nie aufhört zu träumen. Sehr wichtig. Weil es gibt jemandem die Kraft, auch die Kleinigkeiten und die täglichen Probleme und das Projekt und dies und das. Das normale tägliche Arbeit ist auch in eine Perspektive zu sehen, die dann immer noch Spaß macht und jemandem die Kraft gibt, immer weiter zu gehen. Ja, aber solche Visionen, die formen sich langsam, die kommen nicht immer, oder mindestens bei mir, kommen nicht immer auf einmal träume ich von irgendeine besondere technische Möglichkeit, weil das ist wirklich zum ersten eine Teamarbeit und das kommt eigentlich von der Notwendigkeit der Sache. Also ich bin da vielleicht zu wenig Wissenschaftlerin, aber vielleicht zu viel Ingenieurin. Okay. Es ist ja auch letztlich evolutionär, dass die wenigsten Veränderungen geschehen revolutionär. Also Sie haben Fortentwicklungen und man hat eine Sache und denkt darüber nach, was könnte die nächste Generation sein, ganz grundsätzlich. Aber den Einfluss von Visionären, finde ich, kann man ganz gut erkennen am Beispiel von SpaceX, von Elon Musk. Einfach mal Dinge zu tun, von denen die Fachleute sagen, dass im Grunde genommen Blödsinn. Also zum Beispiel eine untere Raketenstufe wieder auf ihrem Abgasstahl landen zu lassen und sie nicht quasi wegzuschmeißen, wie es bisher üblich war. Ein Jahr bevor SpaceX das gemacht hat, wenn Sie meine Kollegen aus der Raketenabteilung gefragt haben, die sagen, totaler Blödsinn, könnte man machen, lohnt sich aber nicht. So, der Witz ist, bisher lohnt es sich auch nicht für SpaceX, aber er hat eben das Geld, weil er eben auch von der NASA kräftig gefördert wird, er hat eben das Geld, es einfach zu tun. Und er macht es. Und wenn in dem Prozess, wo man so etwas macht, eine Fortentwicklung macht, und alle sagen, ja klar, wieso schmeißen wir denn diese Dinge eigentlich überhaupt weg? Und man findet Mittel und Wege, Dinge auch günstiger zu machen, die Prozesse so anzupassen. Also ich glaube, es ist noch nicht ganz raus, ob sich das letztlich wirklich wirtschaftlich auch rechnet. Aber allein indem man es tut, verwirklicht man eine Sache, die Chance bietet, dass sich etwas komplett verändert. Und das ist, glaube ich, wie Visionen funktionieren. Also es ist nicht unbedingt immer die große Utopie. Man braucht natürlich gewisse Utopien und Vorstellungen. Weshalb gehen wir sonst wieder zurück auf den Mond? Also wenn ich jemand eine Idee hätte, dass es eine gute Sache wäre für die Menschheit, das zu tun, und die anderen sagen, ja, also wenn ihr das tut, dann wollen wir aber dabei sein, dann würde es nicht gemacht werden. Das ist auch zum Beispiel bei Hera. Es ist so, ich meine, wir hatten vor 10 Jahren oder ein bisschen mehr Armageddon. Und jetzt denken wir ernsthaft wirklich über eine Mission, die uns in so einer Situation auch helfen könnte. Beziehungsweise eine Machbarkeit zu dir, und zwar auch zusammen mit der NASA, nicht nur ESA alleine. Und deswegen, es ist in diesem Fall auch eine Vision irgendwie. Jetzt Vision, Sie haben es gerade schon angesprochen, bei Perry Rhodan ist es normal, dass Planeten besiedelt sind. Bei Ihnen kam das gerade auch so durch, Mars oder Mond sind ja so Sachen, die dann in den Fantastereien im Gespräch sind. Also mit der Besiedelung haben Sie mich missverstanden. Ich bin nicht der Ansicht, dass wir den Mars bedienen sollten, ganz im Gegenteil. Ah,
Ja, ich meine, haben Sie sich mal den Mars angeschaut? Ja, wohnlich also sieht ist, das nicht der aus. Mars ist, genau, richtig, das ist, sieht nicht wohnlich aus, das ist auch nicht wohnlich, das ist fürchterlich ungemütlich kalt. Da haben Sie eine Atmosphäre, die überwiegend aus Kohlendioxid besteht. Schön ist das nicht und ich finde die Vision sogar eher gefährlich. Also auch diese Vorstellung von Elon Musk, einer planetaren Redundanz. Also die Menschen brauchen einen zweiten Planeten. So ein Arche-Noah-Prinzip ist das ja, ne? Ja, Arche-Noah so. klingt doch sehr nett. Für mich wäre es eher ein Heuschreckenprinzip. Also wir fressen einen Planeten leer und machen ihn kaputt und dann ziehen wir weiter. Und von daher finde ich es viel sinnvoller, einen Planeten, der prinzipiell ja auch erst einmal bewohnbar ist und ich glaube für die meisten von uns auch recht angenehm bewohnbar ist, so zu erhalten, dass das auch so bleibt, anstatt zu schauen, wie ich einen anderen Planeten, dessen Ausgangsvoraussetzungen viel, viel schlechter sind, da unbedingt hingehen zu müssen. Das heißt nicht, dass wir da nicht forschen sollten, aber die Idee, da eine menschliche Siedlung aufzubauen, da wäre ich sehr vorsichtig. Dass wir da forschen sollten, das ist ja auch schon weg davon, dass man sich vorstellt, da wird der Astronaut hingeschossen über Jahre hinweg und arbeitet da. Es gibt ja dann auch, weil es billiger und besser und moralisch besser vertretbar ist, die Idee, das mit künstlichen Intelligenzen zu machen, so wie Sie das erzählt hatten, also Geräte, die sich selber reparieren, programmieren, bauen, reproduzieren. Arbeiten Sie da zusammen? In der Robotik, ja, in jedem Fall. Also wir sind in Deutschland, was Automation und Robotik angeht, mit an der Speerspitze weltweit. Und wenn Sie heute eine Explorationsmission machen, ist es zunächst einmal eine robotische Mission. Darum ja auch unser Plan, letztlich auch in Vorbereitung einer von den Amerikanern geplanten bemannten Mondlandung wieder mit den Franzosen gemeinsam eine robotische Mission auf den Mond zu schicken. Da sehen wir eher die Zukunft drin. Das heißt nicht, dass man nicht auch Menschen, also Wissenschaftler, auf den Mond schicken kann oder auch auf den Mars schicken kann. Nur das ist dann eher so eine, böse gesagt, es ist PR. Noch einmal diesen 1969-Moment erleben, zusehen, wie der erste Mensch seinen Fuß auf den Mars setzt. Das ist bestimmt auch eine tolle Sache, zu demonstrieren, dass man das kann. Aber wirklich für die Wissenschaft sind im Zweifel automatisierte Sonden mit möglichst viel künstlicher Intelligenz, also dass sie möglichst viele Entscheidungen autonom fällen können, einfach auch, weil der Mars viel zu weit weg ist, anstatt dass sie einen Roboter ständig kommandieren könnten. Mhm. Sie haben einen irren Zeitversatz drin. Sind einfach viel gewinnbringender, weil die viel günstiger sind. Wenn Sie Menschen irgendwo hinschießen, explodieren zwangsläufig die Kosten, eben weil Sie ganz andere Sicherheitsvorgaben auch einhalten müssen. Von daher unser Plädoyer für Robotik. Kluge Robotik, Automation, da sind wir in Deutschland auch wirklich recht gut aufgestellt. Okay, wenn wir jetzt, das fällt dann trotzdem auch noch unter Weltraumforschung oder ist das Robotik oder mischt sich das? Das mischt sich. Naja, zunächst einmal, wenn wir robotisches Gerät in eine fremde Welt schießen, ist das Weltraumforschung. Gut. Aber Sie haben ja zum Beispiel auch Sonden, Sie müssen ja nicht zwangsläufig irgendwo landen. Es gibt ja auch Forschungssonden, die irgendwo hinfliegen, sei es nun innerhalb unseres Sonnensystems oder irgendwo anders hin. Das tun wir ja auch. Also auch schon seit x Jahren und auch sehr erfolgreich. Und das Problem, wenn ich das richtig verstanden habe, sind so zwei Faktoren. Entweder brauche ich wahnsinnig viel Kraft, um so eine Rakete abzuschießen und habe unheimlich viel Energie, die mich das kostet. Oder ich brauche einfach sehr viel Zeit. Also dass ich Sonden oder Flugkörper wegschicke mit dem Wissen, so, die kommen in 40, 50 Jahren da und da an. Also wie so ein Ticket in die Zukunft. Das liegt einfach an diesen Dimensionen des Weltalls. Also zunächst einmal, die meiste Kraft brauchen Sie einmal, um sich aus der Erdatmosphäre zu entfernen. Also die Schwerkraft zu überwinden. Das ist der Grund, warum es diese martialischen Raketen überhaupt gibt, die wir halt brauchen, um hier rauszukommen. Wenn Sie einmal oben sind, brauchen Sie eine Energiequelle, die möglichst lange funktioniert. Entweder sind das Solarzellen, die bisher aber einfach vergleichsweise wenig Energie liefern. Oder zum Beispiel bei den Voyager-Missionen der 70er Jahre ganz selbstverständlich Nuklearreaktoren. Einfach weil die für möglichst lange Zeit einfach funktionieren und eben überhaupt so eine Mission, die jetzt ja über, korrigieren Sie mich, glaube ich, 40 Jahre oder so fliegt, auch erstmal am Laufen erhalten. Aber grundsätzlich gibt es, wenn Sie sagen, Sie haben solarbetriebene elektrische Antriebe, die halt viel weniger Volumen brauchen, die auch im Grunde genommen viel weniger, die brauchen also keinen Treibstoff mehr, sondern die brauchen nur ein Gas, was im Grunde genommen durch Magnetfelder hinten raus
geblasen wird, um einen minimalen Rückstoß zu erzeugen. Mhm. Aber weil sie ja im Weltall nicht gebremst werden, ja, addieren sich die. Das, ja. Darum sagen sie, sie brauchen Zeit. Wir haben ganz, ganz wenig Rückstoß, aber eben sehr kontinuierlich. Und darum können sie auch nachher Geschwindigkeiten erreichen, bei denen uns hier, wenn wir irdische Geschwindigkeiten gewöhnt sind, nur die Ohren schlackern. Okay. Also damit kommen sie dann auch woanders hin. Das funktioniert, aber sie brauchen dann eben Zeit, tatsächlich, ja. Weltall ist groß. Weltall ist groß, ja. Ja, und es ist ja immer noch die Frage, wer weiß, wenn da wirklich was ist. Bei Perry Roden ist das Normalität. Da gibt es Allianzen, Menschen, Kreaturen, alles Mögliche, was sich zusammentut. Wenn wir jetzt in das, in die Weltraumforschung investieren, geht es denn dann auch um die Bereitschaft, mit Innovationen bestehende Probleme zu lösen? Oder ist das so ein Zukunftsding, was die Fantasie eher anspricht, wie bei Perry Roden? Also geht es auch wirklich darum, mit Innovationen wie zum Beispiel diesen Satelliten bestehende Probleme zu lösen? Also ja, natürlich. Ja. Also natürlich, Sie haben gesagt, in die Weltraumforschung zu investieren. Sie investieren ja nicht nur in die Forschung, Sie investieren heute schon in die Nutzung. Also jeder von uns, jeder, der hier im Saal sitzt, hat heute Weltraumprodukte benutzt. Also alleine, wenn Sie mit Ihrem Smartphone oder mit Ihrem Auto navigieren, Weltraum, geht nicht anders. Unsere Stromnetze heute werden, unsere Stromnetze funktionieren mit Wechselstrom. Das heißt, sie haben, müssen immer dieselbe Phase haben. Das heißt, die müssen synchronisiert werden. Das geschieht heute mit den Zeitdaten der Navigationssatelliten. Und die Navigationssatelliten würden unsere Energienetze nicht funktionieren in Europa beispielsweise. Wir hängen auch heute schon von der Weltraumfahrt ab. Also das ist nicht das Investieren in Forschung, um in ferner Zukunft da möglicherweise Aliens zu finden oder so etwas, sondern es ist ganz praktisch für unser Leben heute auf der Erde schon eine enorm wichtige Infrastruktur. Das betrifft auch die Erdbeobachtungssatelliten, mit denen zum Beispiel der Herr Nitteler sein Geschäft macht. Das sind alles Dinge, die wir heute aktuell brauchen. Ohne Wettersatelliten hätten Sie immer noch eine Wettervorhersage auf dem Niveau von Bauernregeln. Mhm. Also das wäre auch albern. Sie haben ganz viel, dabei, und vermutlich ist das, worauf Sie hinaus wollten, gibt es ja auch immer wieder Entwicklungen, die in der Raumfahrt gemacht werden und nachher in anderen Bereichen angewendet werden können. Die gute Teflonpfanne. Die ist natürlich das Beispiel, was immer kommt, das aber einfach nicht stimmt. Nein. Die Teflonpfanne ist es nicht. Aber was ist es? Der Akkuschrauber? Ja, den hat die NASA im Apollo-Programm entwickelt, einfach weil es im All keine Steckdosen gibt. Ah. Also das ist tatsächlich ein Produkt auf der Oder warum, die Gleitsichtbrille. Warum hat Teflon so einen Ruf? Wieso sagen die, sie sind von der NASA? Ja, dürfen die das? Gut. Ich, keine Ahnung, ist Wahnsinn. Aber Quatsch. Also, da schreiben wir mal hin. Die Teflonpfanne ist es nicht. Den Akkuschrauber kann ich Ihnen sagen, die Gleitsichtbrille oder zumindest das Verfahren, mit dem Gleitsichtbrillen hergestellt werden, das ist mal entwickelt worden für die Optik eines deutschen Forschungssatelliten. Da gibt es dutzende Beispiele, wo wirklich einfach die Frau Petersoli sagte ja das gerade eben, Raumfahrt, Produkte herzustellen, ist ganz oft an der Grenze dessen, was wir als Menschen bisher können. Und wenn Sie da arbeiten, entwickeln Sie auf einmal auch neue Verfahren und die können Ihnen auch wieder bei anderen Problemen helfen. Aber das ist ein Bereich. Aber meine Botschaft ist also tatsächlich, Raumfahrt ist viel weniger weit weg von uns, als viele denken, weil einfach viele Dinge, die wir heute benutzen, schon auf Raumfahrt beruhen. Meine Schwester ist beim Finanzamt. Die würde sagen, ein beträchtlicher Teil der Leute, die auf dem Podium sitzen und vielleicht auch im Publikum, die würden gar nicht so viel Steuern zahlen, würden wir nicht Weltraumforschung betreiben. Und ich denke, man kann das auch so formulieren, dass wir faktisch natürlich immer in Menschen investieren. Und wir haben durch die Weltraumfahrt halt Berufe entwickelt, die es vor 50, 60 Jahren überhaupt nicht gegeben hat. Und wenn man sich die Berufsfelder ansieht, den Vektor in die Richtung, in die sich unsere Berufsausbildung entwickeln, dann bildet sich sozusagen der Weltraum hier auf der Erde ab und verändert unsere Gesellschaft. Und zwar viel massiver, als wir das wahrscheinlich als jetzt Inbegriffene bemerken. Ich glaube, also wenn ich habe als Kind so 1965 gerne geguckt, was bin ich? Es hätte mich interessiert, ob der Ratefuchs auf ihre Berufe gekommen wäre. Also abgesehen davon, dass es sie wahrscheinlich in der Form gar nicht gegeben hätte. Und diesen Effekt, diesen rein humanen Effekt, dass wir unsere Berufsfelder, unsere Ökonomie hier auf dem Planeten umändern, das wird, finde ich, viel zu häufig noch unterschlagen.
Übrigens, ich lebe ja auch im Grunde vom Weltraum. Als Western-Autor wäre ich eine noch größere Pleite als als Science-Fiction-Autor und profitiere dann auch davon. Mhm. Ja, und ich bin großer Fan von England, immer noch, und gehe auch immer in irgendein Schloss, wenn ich da bin. Und ich habe kürzlich eine Rechnung gesehen, die wird sicher manipuliert sein. Alle Daten sind ja manipuliert, Daten sind ja dazu da, dass man sie manipuliert. Da steht drin, das englische Königshaus, die Monarchie, kostet das Land jedes Jahr etwa 270 Millionen Pfund. Der volkswirtschaftliche Gewinn liegt bei 1,77 Milliarden. Und ich denke, das ist bei der Raumfahrt nicht ganz anders. Na, bis in die elementarsten Dinge hinein. Ich war mal bei Cape Kennedy und habe gesehen, dass da eine komplette Schule eine Abschlussfeier gemacht hat. Die sind da hingefahren, die haben Eintritt gezahlt, die haben sich von einem Lotsen über das Gelände fahren lassen, da hat ein Koch Arbeit gefunden, da wird Weltraumfutter für Menschen hergestellt, da werden Zeitungen gekauft, Bücher gekauft, die nicht gedruckt, die nicht gelesen würden, gäbe es diese Raumfahrt nicht. Und diese Rechnung, die immer sich nur kaprizieren darauf, was kostet ein Satellit und was kostet denn eine Rakete, die greifen zu kurz. Erheblich. Ja. Also wir geben in Deutschland pro Bundesbürger, ich habe mir das mit den Zahlen von diesem Jahr mal nochmal ausgerechnet, ungefähr, ich glaube, 18,70 Euro pro Jahr für die Raumfahrt aus. Das ist, glaube ich, ein recht überschaubarer Betrag. Wo Sie gerade eben sagten, was der wirtschaftliche Effekt der Raumfahrt ist, das ist sehr schwer zu messen, aber wir haben es mal zumindest mal abschätzen lassen und da sind wir darauf gekommen, dass wirtschaftliche Sektoren, die ungefähr ein Viertel der deutschen Volkswirtschaft ausmachen, also ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts, direkt positiv von der Raumfahrt beeinflusst werden. Ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts. Das ist enorm. Sind Sie denn als DLR zufrieden, beim Bundesministerium für Wirtschaft untergeordnet zu sein? Oder wären Sie lieber wieder so wie früher beim Bundesministerium für Bildung und Forschung? Auch das hat sich ja so ein bisschen geändert. Die Raumfahrt war ja mal beim Bundesministerium für Forschung und Technologie. Das war zu Heinz Riesenhubers Zeiten. Das war für damals mit Sicherheit auch richtig. Aber die Entscheidung, Klammer auf, die ja getroffen wurde, weil ein gewisser Herr Stoiber aus Bayern mal Wirtschaftsminister werden wollte und gern die Raumfahrt hatte und dann doch nicht gekommen ist, Klammer zu, die Entscheidung, die Raumfahrt ins Wirtschaftsministerium zu packen, war definitiv die richtige. Weil wenn man jetzt sieht, wie sich in den letzten 10 Jahren Raumfahrt weg von einem doch eher staatlichen Sektor, auch von einem Werkzeug der Staaten untereinander, hin zu einem Markt entwickelt hat oder auch dabei ist noch zu entwickeln und eine enorme Dynamik entfaltet, war es definitiv die richtige Entscheidung, damit das Wirtschaftsministerium zu betrauen. Vieles von dem, was wir machen, auch machen müssen, auch gerade an Wirtschaftsförderung, an Innovationsförderung, hätte man im Zweifel in einem Bildungsministerium gar nicht so verstanden. Also vielleicht auch daher ein bisschen das Plädoyer, wir haben im Moment noch das Problem, dass wir in Deutschland, also als hoheitliche Raumfahrtagentur, mit einem Instrumentarium arbeiten, was eigentlich mal für ein Bildungsministerium geschaffen wurde. Also wir sind sehr gut darin, Forschung und Wissenschaft zu fördern, aber unser Instrumentarium ist sehr begrenzt, wenn es darum geht, wirklich wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Da sind wir also noch ein bisschen Opfer der langsam malenden deutschen Bürokratie. Ja, wer weiß, vielleicht ist da noch Luft nach oben. Mal schauen, was sich bei Space 19 Plus noch tut. Die Tage, wir werden das verfolgen. Jetzt zum Abschluss, weil die Zeit so schnell rumging, mein Raumzeitkontinuum ist da allein durch das Thema ein bisschen versetzt heute. Eine Abschlussfrage, ganz kurz. Würden Sie selber gerne, nehmen wir mal den Flug, den der Herr Branson anbietet, nicht ganz ins All, aber schon so hoch, dass man die Erde im Ganzen sieht, einmal reihum. Wäre das was für Sie? Auf jeden Fall. Ja. Ich werde bestimmt sterben wegen Übelkeit, aber ich würde es versuchen. Ich glaube, mir würde es ähnlich gehen, in beiden Aspekten, aber einfach dieser Blick aufs Ganze. Und als Geograf ist das auch so eine grundsätzliche Fragestellung für uns. Und die Fernerkundung ist natürlich auch dafür da, die Zusammenhänge zu erkennen. Ja, das ist ja gerade die Idee der ganzen Geschichte. Das mal hautnah zu erleben, wäre sehr spannend. Also nachdem alle Astronauten das immer so als den Kick
eigentlich ihres Astronautseins gesehen. Einmal die Erde so als verletzliche blaue Murmel im Weltall zu sehen. Gut, ganz so wird man sie nicht sehen, wenn ich nur 100 Kilometer hoch bin. Aber ja, in jedem Fall würde ich machen, wenn ich das nötige Kleingeld hätte. Noch ist das ein teurer Spaß. Noch ist ein teurer Spaß. Ich warte darauf, dass die drei ihre Biografien schreiben, die lese ich dann. Sie warten ja auch schon. Oder wir bescheren alle Perry Rhodan noch eine stärkere Auflage und kaufen was, dann sind Sie vielleicht derjenige, der es beschreibt und uns alle wieder teilhaben lässt. Es war ein großer Ritt durch den Weltraum mit vielen verschiedenen Themen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute hier waren. Wer noch ein paar Infos haben möchte oder Autogramme oder sonst was, wir sind gleich noch ein bisschen da. Als Tipp konnten wir sagen, ich verrate Ihnen jetzt nicht wer, aber ich sage, einer auf dem Podium hat Aktien von der Satellitenbaufirma. Also nicht, dass es hier heißt, wir reden nicht über die Wirtschaft. Sie haben gehört, wo es hingeht, vielleicht ist das noch eine Idee für schöne Weihnachtsgeschenke, mal was anderes als Socken. Unterstützen wir die Raumfahrt, damit dann auch die Gebiete in Deutschland, die noch nicht versorgt sind, durch die Telekom-Trasse Internet kriegen, dann eben über den Satellit. Damit wäre doch allen geholfen. In diesem Sinne, eine schöne Weihnachtszeit. Vielen Dank fürs Hiersein und Ihnen danke, dass Sie im Publikum waren. Ihnen danke fürs Zuschauen.